Ja, yo hey, da seid ihr ja schon wieder. Hallo, zum nächsten Video. Produziert direkt im Anschluss zum letzten Video mein Muffeleck. Aber dieses Mal mach mal eine leckere Pizza mit dem Moesta-Zubehör. Dass das auch mal wieder im Einsatz kommt. Was machen wir denn für eine Pizza? Wie wär's mit einer Pulled Pork Pizza? Die machen wir jetzt. Ich gehe jetzt rein, werde mal den Teig und die Soße vorbereiten. Ich versuche wieder alles frisch zu machen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Kommt's mit, schaut's zu, gehen wir rein. Leute, langsam werde ich, glaube ich, zum Backexperten. Ich habe mir ein kleines Rezept rausgesucht mit Pizzateig. Pizza selber machen, habe ich eigentlich noch gar keine Erfahrung, aber das wird sich jetzt ändern. 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch vorgewärmt, 100 Milliliter Olivenöl, ein Hefewürfel, den tun wir gleich in die Milch rein, Zucker, Salz, das war's. Wir tun unserem Hefewürfel in die Milch reinwürfeln, bröckeln. Und schauen, dass er sich so halbwegs auflöst. Ein Esslöffel Zucker und so knapp einen halben bis einen Teelöffel Salz. Das Ganze verrühren wir jetzt erst einmal ein bisschen. Dann können wir die Hefemilch hinzugeben. Und wenn das Ganze etwas angeknetet ist, mal schön gemütlich das Olivenöl mit dazu. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ordentlich verkneten. Ein paar Minütchen später, ich täte mal sagen, der Teig ist soweit fertig. Jetzt erst einmal das Ding wieder hier rauskriegen. Und der Teig ist gar nicht klebrig. Wie geil ist das denn? Der kommt jetzt in eine schöne große Plastiktüte und wird so einfach noch in den Kühlschrank gelegt bis heute Abend. Und wir bereiten jetzt gleich die Soße vor. Hier wieder der kleine Überblick. Ich hoffe, ich bringe es zusammen. Zwei Lorbeerblätter, Oregano, Basilikum, Tomaten, etwas Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Zucker. Ich bediene mich hier dem Rezept von Moesta. Probieren wir es aus. Ich denke mal, das ist sehr gut. Im nächsten Schritt werden jetzt die Tomaten kurz in heißes Wasser, dann geschält, entkernt und gewürfelt. Dann Knoblauch klein grob hacken. Die Zwiebeln halbieren und dann sehen wir uns schon wieder am Herd mit dem Topf. Den Knoblauch tun wir bloß kurz anrösten, anschwitzen. Dann können wir auch schon das Tomatenmark hinzugeben. Ich schätze jetzt einfach mal ab. Ja. Sollten in etwa 2 Esslöffel sein. Naja, vielleicht noch ein bisschen. Ist ja Pizza, die kann Tomatenmark vertragen. Dann tun wir unsere geschälten und gewürfelten Tomaten hinzu. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn jemand sagt, er möchte eine frische Tomaten auf der Pizza haben und ihr sollt es so machen. Schmiert sie eine, dass er die 12 Apostel für Räuberbande hält und spannt sie hinterher ein für die Tomaten machen. Bearbeiten. Weil das ist wirklich eine Sauarbeit. Dann kommt unser Zucker hinzu. Wieder ein Esslöffel. Dann die halbierten Tomaten. Das noch kurz aufrühren.
ja, Tomaten sage ich, die Zwiebeln halbiert mit hinzu. Und dann schalten wir etwas runter und lassen das erstmal etwas einkochen. Fast hätte ich es vergessen, die Lorbeerblätter noch hinzu. Das ist soweit eingekocht. Ich werde jetzt die Zwiebeln und die Lorbeerblätter wieder herausnehmen. Das mache ich jetzt kurz. Das Ganze wurde gerade noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und jetzt tun wir noch den klein gehackten Basilikum und Oregano dahinzu. Der Herd ist schon aus, damit die Kräuter eben nicht mitgekocht werden. Ja. Jawohl. Und weiter geht's heute Abend dann, wenn wir unsere Pizza zusammenbauen. Beziehungsweise den Teig ausrollen und so weiter und so weiter. Ja, meine Freunde, hier nochmal die nächste Übersicht. Da unsere Soße, das Pulled Pork, ein paar Frühlingszwiebeln, Kidneybohnen, ein paar Champignons, etwas Mexiko-Gemüse, Barbecue-Soße, Mozzarella und Emmentaler gerieben. Und in der Mitte, die Kamera lässt sich nicht so drehen, wie ich will, liegt unser Teig. Den habe ich jetzt nochmal durchgeknetet. Ich werde den jetzt noch in Stücke aufteilen und dann werden wir erstmal unsere Böden machen. Hier unseren ersten. Ich bin selber gespannt, was draus wird. Ich habe selber noch keinen Plan. Ich weiß nur, dass es beim Olli damals eigentlich recht einfach ausgesehen hat. Na, ein gleichmäßiger Fladen ist es nicht. Und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Auf ein neues. Hilfe! Das wäre dann, hoffe ich, der erste. Ich hoffe, es war für euch amüsant. Mein erster gerollter Pizzateig. Ich werde jetzt einfach mit den anderen weiter üben. Zum Belegen sehen wir uns wieder. So, meine Freunde, ich denke mal, fürs erste Mal Pizzateig selber ausrollen, nicht schlecht. Sollte jemand anderer Meinung sein, der soll hier nur vorbeikommen. Der lernt mein Nudelholz kennen. Nun gut, Spaß beiseite. Wir fangen an mit unserer Soße. Dann unser Pulled Pork. Pulled Pork ist einfach lecker. Es lohnt sich wirklich, was einzufrieren. Man kann damit immer so schöne viele Sachen machen. Im Hintergrund stresst der Handy. Ein paar Kidneybohnen. Ein paar von den Champignons. Da hatte ich damals zu viele gemacht, geschnitten. Die hatte ich einvakuumiert und eingefroren. Etwas von unserer mexikanischen Gemüse-Maismischung. Frühlingszwiebeln. Man muss bloß aufpassen, dass die Pizza nicht zu dick belegt wird. Aber das sollte gerade so noch gehen. Dann etwas von der Barbecue-Soße. Das wird meine Pizza auf alle Fälle. Dann tue ich immer noch gern eben etwas Mozzarella mit dazu. Und den Emmentaler. Das war die erste. Dann belege ich die anderen. Ich habe noch Pizza auch zum Belegen auch noch ohne Mais und Bohnen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache.
Und wir sehen uns nachher draußen am Grill. Der Pizzaofen ist angeheizt. Ich mache gerade eine Freihandführung und wir linsen einmal hinein. Oh, es flammt da drin schon recht schön. Gut, dann warten wir, bis das ganze Ding richtig schön aufgeheizt ist und dann können wir die Pizzas auflegen. Eine Uhr-Hitze haben wir schon. Dann schauen wir mal die erste Pizza. Ich hoffe, die geht vom Blech runter. Gar nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Man könnte auch sagen, gar nicht. Jetzt kommt sie. Und wir gehen in die Freihandführung über, um einmal zur Ofen reinzulinsen. Und als nächstes seht ihr die Pizza, wenn ich sie wieder raushole. So, wie die Pizza aussieht, müsste sie fertig sein. Oh ja, Leute, schaut euch das an. Oh, hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Und wieder eine. Okay, dann können wir die nächste rausholen. Oh yeah. Das nenne ich Pizza. Patricia, das ist deine. Leute, ich sag's euch. Das mit der Pizza klappt ja ganz gut, aber das drumherum hier, die Mehlschlacht. Der Hammer. Richtig geil. Nun gut, jetzt habe ich meine Pizza drin. Und dann kommt noch eine und das war's dann. Euch wünsche ich viel Spaß mit der Fotoshow. Vorhang auf. Puh, Leute, ich bin fertig. Pizza machen ist wirklich Arbeit, aber es lohnt sich. Und meiner ist gerade noch dieser Fetzen übrig geblieben. Aber nicht mehr lange. Einfach lecker. Gerade mit Pulled Pork. Sowas von herrlich. Macht's Pizza nach. Macht euch die Arbeit. Es lohnt sich. Gebt mir vielleicht einen Daumen dafür, nach oben natürlich. Vielleicht ein Abo. Ein Kommentar, wenn es euch gefallen hat.
Mir persönlich hat es mir wieder sehr gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Auch wenn es drumherum hier etwas in Chaos ausgeartet ist, aber lustig war's. Und was mir jetzt schon fast leid tut, ich glaube dieses Mal sind glaube ich fast keine Outtakes da. Outtakes? Ha, na, das können wir ändern hier. Boah! Danke Patricia. Also wer sich dabei nicht amüsiert, und ich sehe jetzt wahrscheinlich recht mehlig aus. Naja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Da kommt schon wieder Mehl. Boah. Ciao. Milliliter. Mann. Temperaturanzeige jenseits von Gut und Böse und die erste Pizza hinein. Gucken wir mal. Sie will nicht runter. Scheiße.